Moin zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, heute mal ein anderes Video. Heute spielen wir mal eine Runde Foodcraft. Wenn ihr auf meine Bilanzen schaut, seht ihr, dass ich bisher noch nicht so viel Foodcraft gespielt habe. Außer wenn man mal einen Draft-Token gratis gekriegt hat oder so, einfach mal einmal zum Spaß oder so, aber sonst eigentlich nicht. Ist nicht so mein Spielmodus, weil ich bin jetzt nicht so bekannt dafür, um irgendwelche heftige Drafts zu bauen. Meine Drafts sahen eigentlich bisher immer katastrophal aus. Aber heute habe ich gedacht, ja, mach einfach mal ein Food-Draft-Video, mal gucken, wie das so ankommt. Und dann wollen wir mal sehen, was wir so für ein Team kriegen, wie weit wir kommen. Und ihr seht oben links meinen Münzenstand, wie viel Gewinn oder Verlust wir damit machen. Einfach mal so ein kleines Experiment auch. Dann würde ich sagen, start mal rein mit Zahlen, mit 15.000 Coins. Was sind denn das für Formationen? Es fängt schon wieder super an. Ich nehme einfach die breite Raute. Mit der komme ich einigermaßen klar. Nehme ich denn da? Ich gehe einfach mit Salatsoße. Salatsoße! Ich denke, da kann man nichts mit falsch machen. Guter Spieler. Guck mal, in den Sturm. Ja, also das bin ich ja eigentlich von mir gewohnt. Passt nichts. Nimm einfach Nils Petersen. Einfach, weil er eine Legende ist. Beste Joker der Bundesliga. Okay. Boah, schwierig. Was nehme ich da? Ferran Torres ist geil. Lewandowski, weiß nicht. Rodrigo. Na komm, ich nehme einfach mal Lewandowski, nicht, dass wieder heißt, ja, Marie nimmt nur Spieler, die er leiden kann. Machen wir weiter mit dem ZOM. Ganz gemütlich. Boah. Aber Mané passt ja sowas von geil rein. Zu Salatsoße. Nehmen wir Mané. Passt halt mit vorne nicht, gell? Na, egal. Sieht gut aus. Das können wir jetzt links Sané oder so. Schlitzauge 2-0 gewonnen damals gegen uns mit Korea, aber ich glaube, ich gehe mit Rashford. War das eine gute Entscheidung? Ich denke doch mal. Sechser, okay, einfach Premier League Typ. Machen wir mal rechts hinten weiter. So ein Trend oder so, nö. Nehmen wir einfach Mukiele, sieht defensiv und vom Tempo her am ausgeglichensten aus von allen. Keine Ahnung, passt ja nichts. IV. Hätte ich doch mal Klaus genommen. Ja, ich weiß. Ich bin kein Draftbauer, ich habe schon erwähnt. Oh, verdammt. Also Yunshi würde halt gut passen, aber man kann doch eigentlich kein Team auf die liegen lassen. Ach komm, nehmen wir ihn einfach mit. Zur Not wechselt man ein. Ja, kann ich Chiku nehmen von Marquinhos? Mein Draft sieht schon wieder so kacke aus. Ich habe euch gewarnt, Leute. Da passt einfach nichts. Was soll man da nehmen? Ohne Scheiße, soll man da nehmen? Wir nehmen einfach Spinazzola, weil er der Beste ist, oder? Keine Ahnung. Oh Gott. Ja. Das nehmen wir da. Okay, der ist schon mal Premier League. Damit kann man für etwas machen. Und Franzose für Mukiele. Weiter geht's. Trapp. Okay, Cancelo, Foden. Ja, geh mit Cancelo. Der passt gut rein. Zack. Machen wir weiter. Noch ein Team of the Year. Trippier würde am meisten, glaube ich, bringen. Aber ich kann doch kein Team of the Year liegen lassen. Nehmen den einfach. Scheiß drauf. Bisschen Chemie geht wieder flöten. Eine Icon wäre ganz geil. Gebt mal eine Icon her, hey. Okay, Reece James. Den brauchen wir für rechts. Ist gut. Jetzt wird es relativ Premier League lastig. Stürmer könnte man noch gebrauchen. Ah, nicht
Außenbahnspieler. Timo Werner, was weiß ich. Keine Ahnung. Stürmer, dass wir Pedersen rauskriegen. Eiken wäre cool. Ach, Leute. Ich baue jetzt hier mal ein bisschen hin und her. Man könnte man das so machen. Und dann irgendwie Zuma noch rein. Dann halt Marquinhos einwechseln als IV. Macht es Sinn? Machen wir weiter einfach. Ach du Scheiße. Ich nehme jetzt einfach Alvarez aus meiner Mit Hummels um die Welt Serie. Passt null rein, aber. Ja. Irgendwie passt gar nichts, ich weiß. Oh, Michael Ballack Prime! Boah, geil, Mann! Auf den habe ich richtig Bock! Aber wo stelle ich denn jetzt hin? Shit. Muss ich eigentlich Mané dann rausnehmen? Da liegt ja alles jetzt auch mit Stürmer Pedersen und so. Boah, Ballack ist cool. Aber Mané, der muss ja A spielen lassen. Aber wir können ja einen raustun für Nils Pedersen. Attacke. Ballack ist heftig. Boah, Leute, was gebt ihr mir denn da? Donali, nehmen wir einfach Donali. Jetzt haben wir noch zwei, drei Positionen offen. Was ist denn das, ey? Ich nehme einfach den beste Koulibaly, oder? Haben wir mal einen guten Verteidiger jetzt? Nö. Ich nehme einfach den Japse. Scheißegal. Bitte jetzt ein Premier League-Torwart. Bitte wenigstens ein Premier League-Keeper. Egal wie kacke er ist. Okay, jetzt kriege ich echt das Schlechteste mit Kepa. Wow. Na, gucke. Was sonst schon was? Dubravka oder Henderson? Gehe ich einfach mit Dubravka. Was soll's? Besser als Kepa. Naja, dann baue ich jetzt mal geschwind das Ding noch um und dann sehen wir uns gleich noch zum Manager. Also an der Startelf habe ich jetzt nichts verändert. Habe jetzt halt die ganzen Typen auf die Bank gesetzt. Wir wechseln dann, würde ich sagen, Mukiele ein für Chilwell. Ziehen dann Cancelo auf LV. Mukiele dann in die Mitte als IV. Zuma raus für Marquinhos. Und dann bringen wir noch Mané für Nils Petersen. Jetzt holen wir uns noch den Manager ab. Und was meint ihr, Leute? Habe ich ein gutes Draft-Team hingekriegt oder? Ja, es geht, oder? Vieira als Premier League-Typ. Nimmer. Dann gucken wir uns die Übersicht mal an, was wir haben. 189er Draft. 5 Chelsea-Spieler, 12 aus der Premier League. Ziemlich Premier League-lastig. Und auch noch 4 Engländer. Ja, aber 3 Team of the Year. Und Ballack. Stabil, oder? Und ich gebe jetzt auch deine Spielanweisungen und dann sehen wir uns im ersten Spiel. So, da haben wir unseren ersten Gegner. Also ich würde sagen, Halbfinale würde ich jetzt mal als Ziel setzen für mich selber. Ich denke, das ist ganz realistisch. Draft im Gegner sieht jetzt aber auch nicht so heftig aus, muss man sagen. Bis auf Neymar und Messi. Vielleicht Varane noch. Oh, Jorginho ist sehr stark. Ja, schick mir Salatsoße. Pedersen auf Ballack! Michael Ballack 1 zu 0. Oh, Gegner kommt. Gegner kommt. Dubravka. Der Straußen. Der Straußen. Der Gegner ist so heftig auf einmal. Da war die ersten Minuten so schlecht und es macht das so Alarm. Was ist denn das? Ich komme überhaupt nicht mehr nach vorne. Nächster Versuch. Ballack. Salatsoße! 2-1! Da ist schon unser Kapitän für das Draft hier. Es ist ein Tor. Nein, er scheitert. Wahnsinn. Abseits. Macht doch abseits. Pressing wird jetzt belohnt. Wahnsinn. Ich suche die ganze Zeit Lücken, aber ich finde keinen. Bitte, Lewandowski, Mann!
Komm, Salatsoße, jetzt endlich mal einen Raum gefunden. Mané. Salatsoße. Salatsoße! Der ist drin! Der ist einfach ein Tor! Was? Was hat das denn? Heilige! Fallrückzieher! Fallrückzieher, Eiertor! Hä? Eigentor, was? Hä? Oh, okay, ganz würzt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir kein Anschlusstor kriegen. Was ein komisches Spiel, Leute. Aber dieses komische Fallrückzieher, Eigentor, Eiertor, was ich, hat uns in die nächste Runde gebracht. Das Gameplay war irgendwie ganz seltsam, aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste, Jungs. Ab ins Viertelfinale. Viertelfinalgegner haben am Start. Mal sehen, was der bekommen hat. Passt ja gar nichts. Nicht viel zusammen, viele rote links. Ach, die Schwuchtel im Sturm, ey. Aber ein Rüdiger dafür. Auch Kanté. Ich hab keinen Bock auf Kanté. Der saugt wieder alles weg vor der Abwehr. Ballack. Salatsoße. Lewandowski! Ballack. Lewandowski auf Ballack. Der hat Übersicht. Da steht Werner, Timo. Werner! 1:0. Werner gebracht statt Mané für die Flügel. Geh ab, Junge. Geh ab, Rashford. Gegner tackle daneben. Das ist, was die Gegner alle am besten können. Und jetzt Ballack! 2:0! Und der Typ meldet die Pause an. Michael Ballack! Ha! Junge, geil! Sieht ein bisschen aus wie Hübsi, oder? Von der Frisur her und vom Gesicht. Geht er raus? Er geht raus! Leute, wir stehen im Halbfinale! Halbfinale haben wir erreicht. Hier ist unser Gegner, der hat richtig Bock. Oh, der hat auch Ballack! Okay, unser Mindestziel haben wir erreicht. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Finale, wer Showgirl. Boah, der hat wieder die Schwuchtel, ey. Vorbei. Tribüne nach innen. Nils Petersen, Junge! Nils Petersen! Rüdiger, oh, was ein Fehler! Gegen Ballack. Ballack in die Mitte, Lewandowski, Tomatenspin, Lewandowski 1:0. So muss es gehen. Marquinhos, langer Ball. Rashford, ich lege rein. Salatsoße. Habe ich den zu spät gespielt? Ich glaube, ich habe den zu spät gespielt. Ballack. Michael Ballack! Was? Im Großen und Ganzen dominieren wir das Spiel. Aber wir bräuchten halt das zweite Tor. Für ein bisschen mehr Stabilität. Salatsoße, Werner! Da ist 2:0! Wichtig! Da hinten hat er ein HSV-Wappen. Er ist einfach HSV-Fan, der Typ. Umso mehr verdient, ey. Drecks Hamburg. Bang, 2:0. Gegner? Alles gut bei dir? Was macht er denn? Ja. Micha! Ballack! Ha! Ballack! Er geht einfach raus! Leute, wir stehen tatsächlich im Finale. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, zweite Runde, fliege raus oder so. Es wäre auch möglich gewesen, schon in der ersten Runde rauszufliegen, hey. Weil die Gegner richtig komisch gespielt hat. Wir stehen jetzt einfach im Finale, ey. Geil. Finale, Leute. Was hat er? Premier League. Und ein komplett verlorener Elvedi.
Okay. Ach, net Kanté, net schon wieder Kanté, dann auch Team of the Year. Boah, Lukaku auch richtig heftig. So eine Stärke, ey, wie der hat. Oh na. Nein. Scheiße. Komm, Lewandowski, du kannst schon chippen. Salatsoße rennen. Salatsoße! 1 zu 1! Nein. Nein! Oh no. Es wird wieder ganz böse. Er läuft einfach nur durch. Er läuft die ganze Zeit nur durch. Er kriegt ihn halt wieder. Nein. Nein. Was zur Hölle sehe ich hier? Ey, wie kann man das so Glück haben? Lewandowski. Ballack. Lewandowski. Salatsoße. Anschluss. Bitte. Gib mir Arklik! Gib mir Arklik! Nein! Ballack. Schön auf Rashford. Salatsoße. Über Werner. Und Salatsoße. Salatsoße! Ausgleich! Oh, Kanté stürmt. Er will nur mit L1 dribbeln. Er ist durch. Ey, das kann doch nicht sein. Direkt nach dem Anstoß. Rashford. Bitte. Bitte, ja! Goal. Schiebt das der ganze Mannschaft nach vorn. Ach du Scheiße. Es führt jedes Mal wieder er. Es gibt es nicht. Was ist das, Mann? Soße Lewandowski 5 zu 6. Er dreht sie in Minai, aber ich darf den Ball nicht gewinnen. Es ist so ein Schwachsinn. Mitte. Rashford. Rashford! Ausgleich 116. Was ist das für ein Spiel, hey? Ey, jetzt gibt's auch noch Elfmeterschießen. Das, was ich ja am liebsten kann. Ey, ich kann keinen Elfmeter. Das. Ihr werdet, der knallt alle jetzt in den Winkel rein. Nein. Ja! Ja, Jorginho wichtig. Oh, ich hab die Ecke. Aber der hat mir auch jede Ecke, der Typ, ey. Ein Wahnsinn. Das ist so scheiße. Ach, Mann, ey. Drecks Elver Kacke da. Und jetzt der entscheidende Elfmeter. Und wir halten uns die letzte Chance. Jetzt müssen wir halten. N'Golo Kanté. Wir hauen jetzt sowas so in 100 Latt.
Nein! Nein, das gibt es nicht! Wieso kann der Torwart nicht irgendwie da hinspringen? Nein, jetzt verlieren wir das im Elfmeterschießen, weil N'Golo Kanté, wie ich es angesprochen habe, das Ding unter die Latte knallt. Es ist so heftig. Der Gegner, er schießt die ganze Zeit Shit-Tore. Wir holen auf, holen auf, holen auf und verlieren dann trotzdem im Elfmeterschießen. Alter. Mann, es ist so bitter. Es ist so bitter, aber ich kenne es anders schon, mein Glück. Wie oft ich auch in meinen Serien Aufholjagden starte und dann am Ende gerade erst verliere. Ja. Kurze Teambewertung, dass ihr die auch habt. Ja, also ich muss sagen, richtig kacke war jetzt irgendwie niemand. Nils Petersen vielleicht, ja, die ersten Minuten. Ansonsten Dubravka solide, alle relativ solide. Jorginho relativ stabiler Stratege, Ballack war gut. Klar, man muss mit Ballack ein bisschen umgehen können. Also jemand, wo jetzt Meta spielt, für den ist der jetzt nichts. Ja. Aber für mich als Nicht-Meta-Spieler so, und ich habe den damals früher auch immer Spiele sehen, das ist halt richtig geil. Ja, Lewandowski, ob das jetzt ein Team of the Year war, gefühlt nicht. Ja. Ja, wartet man einfach ein bisschen mehr, aber eigentlich alles stabil. Rashford in Ordnung, Salatsoße war gut. Und ja, Marquinhos war solide. Und Mukiele und Werner, Mané haben ihren Job auch gemacht. Also überragend krass fand ich jetzt keinen. Der Beste wahrscheinlich Jorginho oder Salatsoße, aber so richtig abgefallen ist jetzt auch keiner. Und der Rest war halt solide. Ja, dann gucken wir uns unsere Belohnungen an, was wir kriegen für die Finalniederlage. 15k Pack und 25k Pack. Ist schon mal das Erste. Ich werde dann alles verkaufen, damit ihr dann seht, wie viel Gewinn oder Verlust wir haben mit dem Draft. LM, Le Mans. Hauptsache ein Brett. Okay, Leute, wir machen auf jeden Fall Gewinn durch so einen scheiß Araber in Man of the Match. Ja, ich setze trotzdem alles auf die Transferliste. Ah, Verträge jetzt nicht. Die seltenen. Das hier. Der Rest ist nichts wert. Die noch. Drei Speicher im Verein. Dann haben wir noch ein 25k-Pack übrig. Immerhin sind da viele Spieler drin. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo das ist. Hier. 25k-Pack. Guck mal rein. Wieder ein Brett. Komm wenigstens zum 84er. Ja, 84er. Hey, Alberto. Geht klar. Geht klar. Immerhin machen wir keinen Verlust. Das wäre auch richtig heftig gewesen, wenn wir bis ins Finale kommen, fast das Ding noch gewinnen, ja, und dann noch Verlust machen. Also, so weit kommt es noch. Ja, aber hier 84er, 83er Spieler, Außenverteidiger. Die gehen, glaube ich, alle gut weg. Ja, dann verkaufe ich das alles. Dann hören wir uns gleich zum Fazit wieder, wie viel mehr an Gewinn rausgeholt habe. Bis auf die zwei seltene Goldverträge haben wir eigentlich alles verkauft. Den Man of the Match habe ich einfach abgestoßen für 14.800 irgendwas. Und der Rest seht ihr jetzt hier, wie viel man für die Spieler bekommen habe. Und dann kann man sagen, hey, das hat sich richtig gelohnt. Wir haben insgesamt 22.480 Coins Gewinn gemacht. Das ist eigentlich eine ganze Menge, aber man muss auch klar sagen, hätte man diesen Man of the Match nicht gezogen, wären es nur ungefähr 7.700 Münze Gewinn gewesen. Aber hey, Gewinn ist Gewinn, oder? Nur das zählt. Von dem her beende ich jetzt dieses erfolgreiche Video. Es war jetzt knapp eine halbe Stunde, aber es ist halt auch viel zu tun hier. Dann, ja, verabschiede ich mich und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.